Liebe Leute, mein Name ist Dragner. Willkommen zurück zu RimWorld. So, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir starten gleich mal durch. Unsere Mauer wird verbessert, da wo zukünftig dann Eingang und Kampfzone mal hinkommen soll. Was machen wir denn jetzt eigentlich mit den Gräbern? Hier oben liegen noch ein paar Leichen. Und anderes Zeug. Aha. Da könnte man die eigentlich dazustellen oder. Na, wir verbauen jetzt einfach mal ein Krematorium. Das kostet 20 Stahl, 150 Granitblöcke. So viel habe ich theoretisch gerade nicht. Oder auch praktisch nicht, aber sie kommen ja irgendwann mal nach. Kann man das Krematorium. Ah. Wir hätten Schieferblöcke. Das. Okay. Funktioniert. Dann tun wir das Krematorium derweil hier hinten rein. Da sieht man es nicht, da ist es ein bisschen versteckt, finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Salbe, könntest du das vielleicht mal schnell bauen? Das wäre super nett von dir. Dann hätte man nämlich das Thema gleich erledigt. Und wir könnten die Leichen einfach verbrennen, hier die Gräber entfernen. Oh, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob man das überhaupt machen kann, dass man dann die Skelette quasi verbrennt, aber wäre ein bisschen komisch, wenn nicht. Oh, Witzwick, da wird wahrscheinlich gleich wieder jemand unzufrieden sein, wenn er da jetzt mehrfach laufen muss. Wie viel brauchen wir? Ja, okay. Und bevor er jetzt nochmal läuft, kann er jetzt Feierabend machen. Wir bauen den Rest einfach morgen fertig. Ja, und hier hätten wir eigentlich auch noch jede Menge zu bauen. Auch Holz brauchen wir dafür. Hier brauchen wir Granit. Ja, ein bisschen was haben wir noch? Essen schaut gerade noch in Ordnung aus, aber da muss jetzt dann auch mal was passieren, eindeutig. Schauen wir mal, wie gut wir hinkommen, wenn wir hier geerntet haben. Ich bin übrigens auch mal wieder ein Held. Wir hätten eigentlich die Tilted Soil Mod drauf und ich pflanze hier auf normalem Boden an. Ganz schlau. So. Nächste Mahlzeit wurde schon vernichtet. Bereits von Dragner benutzt. Sehr schön. Kojote von schmutzigem Wasser. Achso, der hat auch gar keinen Klon, nichts hier drinnen. Ein Blitzsturm. Nein, ich hasse Blitzstürme. Ich hasse sie. Jetzt fängt bestimmt gleich an, irgendwas abzufackeln. Ja, hier hinten geht schon los. Oh, Witzwick, oh, Witzwick, oh, Witzwick. Jetzt bräuchte man möglichst schnell Regen. Ich meine, hier hinten ist es mir noch egal, ob das jetzt abfackelt. Krematorium wird gebaut. Das heißt, wir reißen jetzt hier einfach mal die Gräber ab. Und schauen dann gleich mal, was passiert. Oh, oh. Waldbrand. Sonst brennt es nirgends, nur das Eck. Vielleicht haben wir Glück und es regnet gleich. Mit dem Krematorium kommen sie auch wirklich nicht schnell voran. Zieht sich ganz schön. Immer noch nicht fertig. Eieieiei. Ja, man sieht hier schon die Überbleibsel, nur noch verbrannte Erde. So, die Nahrung geht aus. Wir brauchen
Warum sind unsere Heilwurzeln weg? Haben die jetzt tatsächlich die Heilwurzeln abgeerntet für die Tilted Soil? Kann jetzt aber nicht ganz sein, oder? Das wäre jetzt ein Scherz. Also bei dem Rest kann man es einfach drunter liegen, legen. Na gut. So, Dragner, bitte hier bauen. Du bist der bessere Baumeister. Und auf der anderen Seite jagen wir ein paar Wildschweine. Und die beiden Truthähne auch noch. Schaut gut aus. So. Dann wollen wir hier Leiche immer verbrennen. Haben wir, ja, Chris macht schon. Sehr gut. Ja, irgendwann brauchen wir auch noch ein richtiges Gefängnis. Das ist jetzt hier ein bisschen. Da habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht, dass wir hier überhaupt keine Toilette haben. Das heißt, wir setzen hier mal kurz eine Latrine und einen Wascheimer mit rein. Und das darf Dragner mal schnell bauen. Was macht dann jetzt? Jagd Wildschwein. Und na gut, lass mal Salbe das hier oben noch, das Klo fertig bauen. Sehr gut. Und Emma darf jetzt hier noch den Waschzuber mit frischem Wasser auffüllen. Und dann hat's Coyote wieder ein bisschen schöner. Verdiente Gewalt, eine neue Quest. Schauen wir mal, ob wir die jetzt endlich erledigen. Wer ist denn hier ständig am fast ausflippen? Adeodata Aspietes, Freibäuerin der Fraktion Königreich Gottes. Wir sind auch Freibaurer, oder? Wir sind, ja, Freibaurer. Gut. Drei Gruppen von Stammesmitgliedern der Fraktion Die Biko von Tümpel haben in der letzten Zeit ihre Karawanen in der Umgebung belästigt. Wir sollen. Ach, die greifen uns an. Wir sollen ihnen eine Herausforderung schicken, um sie damit zu dir zu locken, sie anzugreifen und letztendlich zu vernichten. Drei Bogenschützen, ein Büßer. Und die anderen zwei Gruppen sind ähnlich. Was bekommen wir denn dafür? Sechs königliche Gunst. Ich wäre ja in dem Fall tatsächlich. Oh, das ist mein Telefon. Ich mache mal ganz kurz Pause und schneide das gleich raus. Bis gleich. So, da wäre ich wieder. Cut vorbei. Und los geht's wieder. Toilette ist schon wieder verstopft hier. Salbe ist eh noch am Rumlaufen, der kann gleich noch entleeren. Ja, wird Zeit, dass wir jetzt hier auch weiterkommen. So, die Quest. Dragna. Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, ist, wann der eigentlich auf die nächste Stufe aufsteigt. Weil wir würden sechs königliche Gunst bekommen, heißt es dann sechs königliche Gunst, wir wären dann schon der Landjunker. Keine Ahnung. Schauen wir mal, was der Landjunker bräuchte. Ein Schlafzimmer, komplett mit Boden ausgestattet. Doppelbett ist im Bau, plus den Thronsaal. Kohlenschalen müssen erleuchtet sein. Feuerschale komplett mit Boden ausgestattet. Ja, den kriegen wir noch nicht ganz zusammen. Der Freibaurer steht jetzt hier gar nicht, ob der eigentlich sowas auch schon braucht. Nein, braucht er noch nicht. Wir haben ja noch 6 Tage Zeit. Ich bin versucht.
Ich bin versucht. Wie schaut das bei uns mit Holz aus? Hier liegt überall noch Holz. Bevor du trägst, Dragner, kümmere dich doch jetzt einfach mal um dein... Oh, wir haben so viele Baustellen. Um dein Bett, um dein neues Zimmer. Wir haben so viele Baustellen. Wieso haben wir denn jetzt nichts mehr zu essen? Wir haben doch Koch hier, Maya Michelle. Warum kocht Maya nicht? Was macht denn Maya? Coyote, das ist in Ordnung. Du kümmerst dich in erster Linie Tiere und dann direkt kochen. Los geht's, ja. Macht's. Brav. So, Dragner, genau. Bau mal schön weiter. Oh, es regnet. Damit Waldbrand wieder erledigt. Aber hat ganz schön was angerichtet. Hier leuchtet eine Feuerschale und es hieß, glaube ich, wir brauchen hier auch jeweils eine im Thronsaal im zukünftigen. Und ich weiß, wir haben eigentlich nicht genügend Holz. Trotzdem, ich habe jetzt schon 100-mal gesagt, wir brauchen Boden. Sind ja nur läppische 1611. Oh Gott. Aber irgendwann müssen wir ja mal anfangen. Hier oben brauchen wir noch Strom. Aber Strom ist momentan so ein kleines Problem. Und ein Überfall. Ich wollte es nicht sagen, es ist eh mal wieder ein Überfall fällig. Wir wurden schon lange nicht mehr angegriffen. Ja, jetzt ist er da. Okay, bevor ich mir die Leute anschaue, schauen wir mal, ob wir überhaupt einen Gefangenen machen können. Sie kommen von hier hinten. Hier sind eh unsere Autokanonen. Dragner, du kannst gleich mal hier das Minigeschütz umbauen. Greifen Sie sofort an. Nein, tun Sie nicht. Dann sind wir mal tiefenentspannt. Der erste Boden wird gebaut. Und hier haben wir schon ganz schön viele Nahrungsmittel. So, sie kommen. Sie kommen. Dann, Dragner. Hierhin. Maya Michelle, du konntest nicht kämpfen. Nein. Salbe. Was, Maya Michelle? Ah, verweigert gewalttätig, genau. Salbe, du gehst hier zum Klo. Emma, du bist meine Notfall-Nahkämpferin. Geh mal hier hin. Und Chris kann auch nicht kämpfen. Nein, der kann nur mich belästigen. Ich hoffe mal, das langt. Vier Kanonen und ein Notfall-Nahkämpfer. Oh. Hallo Spinne. Ja, schön, dass du unten rumgehst. Gefällt mir eigentlich relativ gut. Dich hätten wir schon fast erledigt. Wie schaut es hier unten aus? Wird wohl eher kein Problem werden. Ja. Oh, schaut mal. Ich weiß gar nicht, wie der jetzt gestorben ist. Der nächste tot. Und Spinne flieht. Ja. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung, Spinne, flieh. Wo ist Spinne? Stirbt gleich. Hätten wir es auch versuchen können zu fangen, aber naja. Nicht so wild, nicht so wild.
Und schon pennen wieder alle. Ja, wir brauchen viel, viel Holz. Den können wir jetzt hier einfach mal so machen. Kommt so nach und nach. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, warum. Wir haben ja hier Mahlzeiten mal 4. Warum ich ständig am Hungertuch nage. Ich bin ja fast schon gewillt, eine zweite Küche zu bauen, wo ein Dragner dann auch noch kochen kann. Es geht mir ein bisschen zu langsam und hier müsste auch mal geputzt werden. Läuft doch. Ja, der Strom ist jetzt ehrlich gesagt Nebensache bei mir. Wir haben momentan noch genug Strom. Ja, dafür habe ich das Bad jetzt auch wieder nach hinten verschoben, gell? Eieieiei. Obwohl wir hier eigentlich genügend Granit hätten. Ich weiß gar nicht, warum die hier nicht bauen. Wie würden denn die Rohre schon hier hinten liegen? Ja. Okay. Unter den Umständen machen wir doch mal so hier. Ich möchte, dass Dragner hier mal so ein Eck hier raushaut. Weil dann könnten wir zumindest mal ein bisschen richtige Klos anfangen. Bisschen fließend Wasser reinbringen. Und schaut doch schon mal gar nicht so schlecht aus hier. Schaut doch gar nicht so schlecht aus. Also wir haben noch 4 Tage Zeit. Kriegen wir eigentlich sonst irgendwas? Nein, keine sonstigen Belohnungen. Vier Tage sind tatsächlich sehr viel Zeit. Jagen müssen wir nicht. Wir haben einen Haufen Kartoffeln. Erster Duschraum wäre schon fertig. Was macht denn Dragner? Baut Wand, ja, sehr brav. Sehr brav. Ein verrückter Bison. Wo ist das? Hier oben. Gut. Ist jetzt nicht ganz so nein, falsche Taste, so schlimm. Ja, das war's schon. So schnell geht's. Schaut's hier mit meinen Geschützen aus. Beide volle Power hier unten. Auch alles repariert. So gehört sich das. Hier gehen wir mal auch weiter. Und um es natürlich noch komplizierter zu machen, brauchen wir jetzt hier die ersten Rohre. Hier dann auch noch. Und hier eigentlich auch noch. Ich weiß noch nicht, wo ich die... Nein, eigentlich möchte ich nicht hier... Na? Hier möchte ich dann noch Rohre, weil dann mache ich die Waschbecken hier hin und die Lampen hier. Ja, passt. Aber jetzt haben wir doch Granit, hätten wir noch.
So, jetzt die Folge ist jetzt schon bei 21 Minuten. Eigentlich habe ich ja gehofft, dass wir heute ein bisschen was schaffen. Gut, eine Pause hatte ich jetzt drinnen, deswegen die muss ich noch rausschneiden. Ein paar Minütchen machen wir noch. Und in der nächsten Folge, 3 Tage, glaube ich, würden wir dann die Quest angehen. Oh, hier muss ich entweder zumachen oder ebenfalls Boden verlegen. Machen wir mal zu dabei. Ich glaube, das ist besser. Ja, mit dem Strom stimmt auf jeden Fall. Seit wir die jetzt hier stehen haben, die Stromdinger, also bei uns ist immer alles voll. Wir haben Strom ohne Ende gerade. Hätte ich die damals hier oben halt auch schon angeschlossen, gell? Ich lasse sie jetzt gerade einfach bauen. Ich will jetzt nichts priorisieren, weil die Rohre sind ja dann auch wieder aus Holz. Also wir brauchen hier Holz, wir brauchen da Holz, wir brauchen da auch gleich Granit. Wir brauchen gerade so viel Zeug, die sollen einfach mal machen. Nahrung schaut auch wieder besser aus. Bisschen haben wir hier noch zum Tragen. Das priorisieren wir jetzt mal per Funktion. Hat sich dann auch direkt erledigt. Wir bräuchten eigentlich 2, 3 Tiere, die schleppen könnten. Das wäre nicht schlecht. Könnten wir uns eigentlich, wenn wir mit dem Bauen fertig sind, auch mal ein bisschen drum kümmern. Wer hat denn Tierpflege alles? Chris und Maya Michelle. Dann die Frage an Maya Michelle und Chris. Ihr könnt in die Kommentare schreiben. Hättet ihr denn Bock auf ein Tier? Und wenn ja, was für eins? Also irgendwas, was schleppen kann auf jeden Fall. Puma, ein Pferd, Bison weiß ich gar nicht, Nashorn, habe ich alles noch nicht gezähmt, also gut, ein Puma schon. Aber die anderen Tiere sind ja teilweise neu, ein Pferd und sowas, keine Ahnung, was man dann mit dem alles noch machen kann, ob man auf dem eigentlich reiten kann oder sowas. Wird wahrscheinlich eher was für die Karawane sein. Wäre ein bisschen witzig. Schon wieder was zum sauber machen hier. Meine Leute müssen ja aufs Klo, das ist der Wahnsinn. Oh, der Boden ist tatsächlich fast fertig. Geil. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so schnell geht. Wie viel haben wir dann hier hinten gefällt? Boah, ich habe viel zu viele Aufträge. Ich glaube, da können wir dann wieder ein paar Aufträge abbrechen. Das ist ein bisschen... Hier liegt noch ein Haufen Holz rum. Schauen wir mal, wie weit das geht. Ach, und inzwischen können wir... Haben wir denn die Zylinder schon gebaut? Nee, ich glaube nicht. Nein, Zylinder haben wir auch noch da. Wer ist denn unser Schneider? Salbe, ja gut, der ist momentan gut beschäftigt. Was macht denn Salbe? Der baut natürlich ab, ist klar. Konstruieren, jagen. Lassen wir es mal so. Die Böden sind tatsächlich fast fertig. Und Coyote... Der Widerstand ist schon mal halbiert, aber dann haben wir noch hier die Chance auf Anwerbung. Das ist halt echt ein Problem. Jetzt geht es tatsächlich richtig vorwärts. Jetzt geht es vorwärts. Noch 21 Stunden. Soll ich die Quest jetzt noch schnell starten? Wisst ihr was? Ist egal. Ich starte sie noch. Ob wir sie in der Folge noch fertig machen, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber gestartet ist sie. Ich will den Titel.
Das bisschen Boden schaffen wir dann auch noch. Rohre müssen wir hier noch ein bisschen verlegen. Haben wir auch gleich. Dann machen wir so, so. Nein, Salbe und Dragner prügeln sich. Die zwei, die... Oh nein. Ihr müsst doch kämpfen jetzt gleich. Ihr seid doch Idioten. Wir werden gleich angegriffen und die zwei prügeln sich vorher. Zwei von drei Leuten, die mit einer Waffe umgehen können. Eieieiei. Wer ist denn Arzt bei uns hier? Maya Michelle. Die schläft natürlich schon. Müssen wir in dem Fall nochmal raushauen. Ich möchte bitte trotzdem schnell behandelt haben. Dragner könnte man dann übrigens auch mal umziehen lassen, so langsam. Und bitte Salbe auch noch schnell verarzten. Schon sind meine Heilwurzeln wieder weg. Aber gut, sobald wir hier mal ernten können, das geht jetzt dann wie von selbst. So, wann kommt der erste Angriff? 1,4 Tage, also noch wahrscheinlich ungefähr einen Tag oder 18 Stunden. Zerrissene Kleidung. Dragner hat zerrissene Kleidung jetzt an. Was trägt er denn? Einen kaputten Parker. Das T-Shirt und Mütze ist auch schon nicht mehr ganz so toll. Wir können ja hier schon mal... gibt es noch eine königliche Weste? Ja, stellen wir noch eine königliche Weste her. Und Mütze haben wir eh dann. Zylinder. Und einen... Parker brauchen wir noch einen neuen. Schaut's denn aus jetzt? Hier ist noch Holz. Hier ist auch noch Holz. Na dann. So, Dragner und Salbe, ja. Die schlafen jetzt ihre Verletzungen aus. Oh Gott. Okay, ich glaube, mit der Schlägerei, dann beenden wir jetzt doch die Folge. Die zwei liegen hier auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen. Die werde ich dann zum Angriff wahrscheinlich raushauen dürfen. Und schon stockt unser Bauvorhaben wieder. Dragner und Salbe. Womit habe ich euch verdient? So ein Mist. Okay, ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen und sage Servus bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.